Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seien Sie herzlich gegrüßt zu unserer heutigen Sendung von Augsburg Aktiv, der Plattform von Weitwinkel e.V. Wir haben heute als Diskussion vorgesehen, uns über die Energiesituation in Augsburg zu unterhalten, nämlich die Frage, kann Augsburg aus dem Atomstrom herauskommen und kann Augsburg ein Konzept entwickeln für 100% erneuerbare Energien? Diese Frage haben wir deswegen in den Mittelpunkt gestellt, weil seit Fukushima sich etwas bewegt. Es bewegt sich bundesweit etwas, nämlich dass die Frage steht, wie kann es sein, wie schaffen wir es, dass die Macht der Energieversorgung nicht mehr in den Händen weniger Konzerne liegt, nicht mehr von denen auch bestimmt und geregelt wird, sondern wie ist es möglich, durch stärkere Bürgerbeteiligung und auch durch direkte Demokratie, durch regionale Energieversorgung tatsächlich eine Energiewende durchzuführen. Das ist auch unser Ansinnen heute und deswegen begrüße ich auch noch zu meiner Seite rechts Angelika Rappke. Angelika ist schon seit vielen Jahren auch aktiv bei ATAC Augsburg und zur linken Seite Tobias Walter. Tobias ist aktiv bei Greenpeace und beschäftigt sich dort auch schon seit geraumer Zeit mit fachlichen Aspekten der Energiefragen. Ja, vielleicht zu Beginn, dass wir genau in diese Diskussion einsteigen, nämlich mit der Frage, was muss noch getan werden, damit auch bundesweit sich tatsächlich diese Energiewende vollziehen kann? Sicher sehr viel, insbesondere weil unsere Bundesregierung ihre Energiepolitik ausrichtet fast ausschließlich an den Interessen der großen Konzerne. Und wenn wir eine andere Energielandschaft wollen, mit anderen Prämissen, wie man Strom herstellt, verbraucht, dann müssen auch die Rahmenbedingungen wirklich anders werden. Also Energiewende muss ziemlich umfassend sein, muss uns Bürgern die Möglichkeit geben, einen an den Notwendigkeiten orientierten Stromverbrauch selber durchzusetzen und zu fordern, Einfluss auf die Preispolitik und insbesondere auch Einfluss darauf, wie Strom produziert wird, möglichst eigenständig, also unter kommunaler Regie. Das wäre das Ziel. Ja, Tobias, wie sieht von deiner Seite aus die Situation, jetzt bundesweite Situation, was auch die Stellung der Atomkonzerne, der Energiekonzerne betrifft? Wie meinst du, kann man deren Einfluss einschränken? Also meiner Meinung nach ist es halt wichtig, dass wir sowohl auf Bürgerbeteiligungsebene oder politischer Ebene eben da was bewegen, aber auch auf technischer Ebene schauen, dass wir auf jeden Fall auf dezentrale Konzepte setzen, weil wir sonst letztendlich immer zentrale Versorgungsstrukturen haben, die jetzt zum Beispiel auch durch große Atomkraftwerke eben etabliert wurde. Und da bin ich der Meinung, dass wir technisch jetzt schon in der Lage sind, da was zu ändern und eben vor allen Dingen da die Großkraftwerke wegzubringen und auf dezentrale Kleinkraftwerke zu setzen und damit auch den Großkonzernen einen gewissen Teil der Macht sozusagen zu entreißen oder zu nehmen. Wir haben ja in Augsburg die Situation, dass wir einen Versorger, einen Energieversorger haben, der eine hundertprozentige Tochter der Stadt Augsburg ist, ist zwar ein eigenständiger Betrieb, aber eine Tochter der Stadt. Wie können wir Einfluss nehmen auf die Politik der Stadtwerke? Das wäre noch so eine Frage, die wir vielleicht diskutieren können. Na, vielleicht einmal fortsetzen auf jeden Fall unsere Kampagne, dass der Stadtrat und an seiner Spitze eben der Bürgermeister veranlasst, dass in Augsburg kein Atomstrom mehr in die Netze gespeist wird. Das machen wir momentan mit einer Postkartenaktion, welche unmissverständlich eben ausdrückt und den Bürgermeister auf dieses Anliegen hinweist. Das ist mal das eine. Aber ich denke, man muss vor allen Dingen auch dazu sorgen, dass Bürgerkomitees Einfluss kriegen und Bürgerkomitees auch quasi so als Verwaltungsorgane in den Stadtteilen dann eben auch sowohl den Bürgerwillen
was den Verbrauch und die Produktion betrifft, als auch weitere Fördermöglichkeiten eben dort propagiert für ihre eigene Stromproduktion, sei es jetzt Photovoltaik oder was halt immer sich in der Stadt auch auszubauen anbietet. Insgesamt sind die Voraussetzungen in Augsburg ausgesprochen gut. Wir haben eine Kapazität von 1/3 des täglichen Strombedarfs von so 150 bis 240 Megawatt pro Tag. Und so überschlagsweise, also ganz grob könnte man sagen, wenn man teilweise verzehnt bis vervierzigfacht Photovoltaik, Windräder, Gasturbine etc., dann könnte man eine Eigenversorgung herstellen. Und was ich von internen Leuten weiß, müsste das auch nicht zwangsläufig teurer sein, also zumindest die Produktionskosten unmittelbar. Ja, das wäre also durchaus auch im Sinne der Verbesserung des Lebensstandards für die Augsburger Bürger. Im Strommix ist es ja so, dass Augsburg ca. noch 16% aus Energien der Atomtechnologie bezieht. Und da ist ja die Frage, wie können wir auch konkret diesen Mix verändern in diese Richtung hinein zu erneuerbaren Energien? Was wären da für Punkte, bei denen wir anfangen können? Tobias, hast du da eine Vorstellung? Also wie die Angelika schon gesagt hat, ich bin ein bisschen so von der technischen Seite. Mir wäre es halt auch wichtig, dass gerade in den Stadtbereichen auf den Dächern oder die Dachflächen genutzt werden, um Photovoltaik zu installieren. Aber auch kleinere Windkraftanlagen sind durchaus auch im Stadtbereich möglich. Man sollte einfach insgesamt die Fähigkeit von kleinen Kraftwerken nutzen, die im Stadtbereich unterzubringen und auch im Landbereich, sodass wir letztendlich eine viel flächigere und flexiblere Stromversorgung an sich von der Technikseite bekommen. Und da bin ich auch der Meinung, dass dann letztendlich relativ schnell auch die Wirtschaftlichkeit erreicht ist, weil ich dann viel besser Angebot und Nachfrage miteinander anpassen kann. Und das kommt letztendlich allen zugute. Und speziell können sich dann auch die einzelnen Bürger oder die jeweiligen Gesellschaften, Gemeinschaften, die sich daraus gründen wollen, also wenn jetzt jemand in einer kleinen Gruppe von 20 Leuten eine Photovoltaikanlage installieren will und die finanzieren will, dann gehört es den Leuten. Und es ist ganz wichtig, dass sozusagen die Bürger letztendlich zu Energieproduzenten werden. So wie früher der Bauer seine eigene Nahrung hergestellt ist, ist es wichtig, dass der Bürger heutzutage seine eigene Energie herstellt. Und damit auch wieder die Energie in seine eigene Hand bekommt und damit aber auch wieder die eigene Kontrolle über die Energie, die er auch produziert und letztendlich aber dann auch verbraucht. Dadurch entsteht auch meiner Meinung nach ein besseres Bewusstsein. Das wäre die Vorstellung, im Prinzip Energie in Energieerzeugung in relativ kleine Einheiten zu zerlegen, ja, und sozusagen den Einzelnen direkt nicht nur zur Mitsprache zu verhelfen, sondern eigentlich ist er dann auch Miterzeuger dieser Energie. So, genau, habe ich das auch von deiner Seite, genau, aus verstanden. Also nicht mehr nur der Verbraucher, der davon abhängig ist von großen Energiekonzernen, sondern der Bürger und der Konsument, der jetzt noch ist, wird letztendlich gleichzeitig zum Produzenten und hat da wieder seine eigene Macht in der Hand und aber auch sein Bewusstsein dafür, was Energieverbrauch bedeutet. Dadurch ist letztendlich auch das Stichwort Effizienz, oder Energieeinsparung letztendlich, was immer propagiert wird, auch ein Stück weit wieder zurückgebracht in den Konsumenten an sich, der nicht weiß, was jetzt momentan verbraucht, was da überhaupt passiert. Wenn er da wieder ein Gefühl dafür hat, weil er selber Energie produziert, dann weiß er genau, was da passiert und geht viel sparsamer damit um, meiner Meinung nach. Wobei ich da ausgesprochen wichtig finde, dass es Genossenschaftsstrukturen passieren würde. Erstens mal, weil ja überhaupt nicht jeder Mensch Geld zur Verfügung hat, um sich da selber mit Kapital einzubringen, und zum anderen, weil unbedingt vermieden werden sollte, dass man Geld einbringt, um dann eine Rendite mittels Stromverbrauch zu erzielen. Weil das beinhaltet dann sehr schnell die Gefahr, dass der Stromverbrauch, der höhere wachsende Stromverbrauch, mehr Geld bringt. Und dann ist eigentlich umgedreht das, was wir unter Winde verstehen müssen, nämlich dass man Strom in erster Linie als Gebrauchsgegenstand zum Nutzen und zur Schonung der Umwelt einsetzt und nicht wachsende Strommengen, um damit Geld zu machen. Also das müsste unbedingt verhindert werden, sonst würde es keine Wende werden. Ja.
Also die Gefahr sehe ich jetzt im Bereich der Überproduktion oder wie du meinst, dass sozusagen dann mehr Strom produziert wird, um dass der Einzelne wieder mehr Geld verdient, sehe ich jetzt nicht so stark, weil also jetzt haben wir momentan eine zentrale Struktur mit Überkapazitäten, die Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke produzieren sehr viel Strom. Da ist es so, dass die letztendlich wirklich Profit machen wollen. Wenn der Einzelne sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach schraubt, dann ist er abhängig letztendlich von der Produktion der Natur. Also er ist schon sozusagen gedeckelt oder von der Natur in gewisser Weise beschränkt und kann dann sozusagen nicht einfach dann produzieren, wenn er Lust dazu hat, sondern er ist da in gewisser Weise eingeschränkt. Aber er hat letztendlich dieses Geld in der Hand, und da gebe ich dir völlig recht, dass es eben in Genossenschaften, aber letztendlich auch beide Formen, also der Einzelne, aber auch letztendlich in Genossenschaften, die Flexibilität der Möglichkeiten, dass Leute sich an sich beteiligen können. Also auf dem Land ist es dann wahrscheinlich eher der Punkt, dass der Bauer sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach schraubt. Im städtischen Bereich ist es vielleicht eine Genossenschaft, die sich auf dem Parkhaus zusammen etwas aufbaut. Und da ist natürlich eine gewisse Kontrolle untereinander nicht unsinnig, aber ich glaube, dadurch, dass man das schon in Bürgerhand bringt, kontrolliert sich das auch in gewisser Weise selber schon zu einem gewissen Maße. Ich will vielleicht nochmal dazu auch ins Spiel bringen, die städtische Politik, weil da geht es ja auch darum, dass wir neben den privaten Einzelinitiativen auch städtischerseits ein Konzept entwickelt werden muss. Ich würde nochmal gern Stellung nehmen zu dem Punkt, dass von Seiten der Stadt eine Konzeption erfolgen muss. Ein Konzept, das vor allen Dingen auch auf ein Dächerprogramm Photovoltaik aufbaut. Das gab auch die Studie von Green City Energy. Das war das Institut, das von städtischer Seite aus beauftragt worden ist, die Schwachstellen, die notwendigen Aufbaumöglichkeiten zu entwickeln für Augsburg in der Energieversorgung. Und das kann man nur noch mal unterstreichen. Also ein solches Dächerprogramm ist einer der Bausteine für eine zukünftige Energiewende. Und wir wollen anhand dieser Frage nochmal dann die Diskussion fortsetzen, welche andere Bausteine es da auch noch geben muss. Aber jetzt erstmal eine kleine Unterbrechung, einen kleinen Film, der auch zeigen soll, wie wir, also vor allen Dingen ATAC und Greenpeace, gemeinsam in den letzten Jahren für eine solche Energiewende gerade auch bei uns in der Region eingetreten sind und auch dafür gekämpft haben. Kraft-Wärme-Kopplung, hier eine, auch hier in dem Bereich ein Konzept zu entwickeln für Augsburg. Kraft-Wärme-Kopplung, Tobias, was wären die Argumente, die dafür sprechen, diesen Ausbau zu forcieren? Also es ist ja wichtig, dass wir, wenn wir 100% regenerative Energieversorgung haben wollen, darauf achten müssen, dass wir letztendlich zu den Zeiten, wo kein Wind weht, wo keine Sonne scheint, trotzdem Strom produzieren können, um die Leute zu versorgen.
Und da spielt meiner Meinung nach eine ganz rudimentäre Technologie, die Kraft-Wärme-Kopplung, eine zentrale Rolle, weil es damit möglich ist, sozusagen auf kleiner Ebene kleine Kraftwerke einzusetzen, um diese fehlenden Versorgungsbereiche abzudecken und gleichzeitig aber dann auch die Wärme, die dabei anfällt, zu nutzen, was ja in Großkraftwerken letztendlich nicht der Fall ist. In Großkraftwerken werden 2/3 der Energie, die darin verfeuert werden oder benutzt werden, letztendlich in die Umwelt weggeschmissen. Und das ist in dem Fall in der Kraft-Wärme-Kopplung eben möglich, dass man da die Wärme auch nutzt und somit eine umfassende Energienutzung der verwendeten Energie eben hat. Und das Problem wäre eben bei Großkraftwerken, dass man das eigentlich technisch schon machen könnte, aber da diese Großkraftwerke meistens draußen auf der grünen Wiese stehen, die Versorgung über Fernwärmeleitung viel zu teuer wäre. Und somit ist es sinnvoll, dass die Bürger in ihre Häuser rein kleine Kraftwerke bauen können, wo man direkt die Wärmeversorgung vor Ort letztendlich decken kann. Und damit wäre es ein wichtiger Baustein, den man bei so einer regenerativen Energieversorgung von zum Beispiel Augsburg und anderen regionalen Bereichen durchaus als zentralen Punkt sehen sollte. Die Stadtwerke wollen ja in Göckingen und auch in Krixhaber das Netz ausbauen. Das ist ihr schon verkündetes Vorhaben. Wobei man noch vielleicht den Hinweis geben muss, dass auch im Konzept von Green City Energy aus meiner Sicht die Kraft-Wärme-Kopplung zu wenig berücksichtigt worden ist. Also die Möglichkeiten des Ausbaus damit. Ich will nur mal den Punkt nennen der Müllverbrennungsanlage. Hier sind Möglichkeiten noch ungenutzt. Wir haben auch hier hochenergetische Industriebetriebe. Ich will nur nennen die Eisengießerei bei MRN, wo man Überlegungen entwickeln muss, wie man die dortige Abwärme, die im Moment noch weitgehend ungenutzt bleibt, eben für eine Kraft-Wärme-Kopplung eben durch eine Einspeisung in ein entsprechendes Netz gewinnen kann. Also geht es um auch die Netze, oder Angelika, hast du noch einen weiteren Punkt? Ja, aber nochmal zu dem Punkt mit dieser Abwärme. Also bei der Müllverbrennungsanlage existiert auch ein Hackschnitzelwerk, welches eine Dampfturbine betreibt. Und dieses heiße Wasser fließt sehr wohl in das Fernwärmenetz der Stadt Augsburg. Mhm. Ich meine, immerhin sind es ja, glaube ich, 2000 Haushalte, die inzwischen schon auf die Art und Weise eben auch heißes Wasser und die Energie für die Heizungen geliefert bekommen. Aber was mir gesagt worden ist, das Programm wird zwar fortgesetzt, aber nicht mit der finanziellen Kapazität, die es früher gehabt hat. Ob das unmittelbar damit zusammenhängt, dass die Stadtwerke auch gezwungen sind, diesen Geldtransfer innerhalb vom städtischen Haushalt zu machen, um eben defizitäre andere Bereiche wie AFA damit zu stützen, oder ob insgesamt das eine politische Entscheidung ist, weiß ich nicht. Es wird ausgebaut, aber nicht mehr so intensiv, was zu bedauern ist. Denn es gibt ja keine günstigere Art, Strom- und Wärmegewinnung so zu kombinieren und auszunutzen, wie das bei der Kraft-Wärme-Kopplung der Fall ist. Ja, das sind die positiven Beispiele, nicht? Wie das Hackschnitzelwerk, wo dann tatsächlich ein regionales Energiekonzept entwickelt worden ist von den Stadtwerken, wo man auch die Hackschnitzel eben aus dem städtischen Waldbesitz heraus dafür einsetzen kann. Aber nochmal, die Müllverbrennungsanlage selbst, die erzeugt ja dermaßen viel Energie, die einzuspeisen in entsprechende Netze wäre sehr ratsam. Dazu würde aber gehören, dass man die Netze ausbauen muss, wie das eben nur bisher punktuell geschieht. Und dafür brauchen natürlich die Stadtwerke auch entsprechendes Kapital. Ich sehe es genau wie du, dass die Stadt immer noch ihre eigenen Defizite im finanziellen Bereich teilweise dadurch ausgleicht, dass sie Gelder aus den Stadtwerken abzieht. Das hat zweierlei negative Auswirkungen. Erstens mal ist es so, dass den Stadtwerken selbst zu wenig Kapital für Investitionen in diesem Bereich zur Verfügung stehen. Zum anderen wird die Eigenkapitalquote der Stadtwerke reduziert und damit müssen die wiederum selber entsprechendes Kapital, das sie an den Märkten aufnehmen, mit höheren Zinsbelastungen zahlen. Also das ist eine Entwicklung, die so nicht mehr weiter gehen muss. Es muss aus meiner Sicht auch andere Finanzierungswellen geben,
Interessant finde ich da dabei, um auch diesen Aspekt mal aufzuwerfen, Maßnahmen, die von der Stadt München gemacht werden. Dort legt die Stadtsparkasse einen Brief auf, wo sich Bürger über Beteiligungen ab 100 Euro aufwärts, 250 Euro und auch größer, direkt sozusagen an dem Energiekonzept finanziell auch beteiligen können. Und die eingenommenen Gelder werden nur zum Ausbau des Energienetzes eingesetzt. Ne? Ich meine, das ist noch eine zusätzliche Möglichkeit, um nochmal Gelder zu generieren. Aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich wünschenswert, dass die Stadtwerke selbst weitgehend eben in der Lage sind, den Ausbau der Energie aus eigenen Mitteln voranzutreiben. Ja. Ja, und vor allen Dingen nicht sich gezwungen sehen, neue Geschäftsfelder zu eröffnen, wie Sie das zum Beispiel momentan über ein Elektrorad-Ladestationsprogramm machen. Derzeit gibt es 3 davon, 16 sind geplant. Man muss davon ausgehen, dass es unüberlegterweise vom Stadtrat angestoßen worden ist, weil es viel zu viel Geld verschlingt, überhaupt nicht rentabel ist, und da verschwindet dann Geld rein und muss natürlich an anderer Stelle dann auch wieder eingenommen werden, sodass eigentlich diese finanziellen Überlegungen zu sehr diesen kommunalen Betrieb eigentlich mitbestimmen. Und das sollte nicht Sinn und Zweck sein. Kommunale Betriebe haben ihre Aufgabe in erster Linie, die Daseinsvorsorge für den Bürger zu einem erschwinglichen, vernünftigen Preis für alle auf der kleine Geldbeutel zu ermöglichen und nicht, wie man das Kapital umwälzt und vermehrt. Also dann würde ich zum Beispiel auch begrüßen, wenn schon ein Stromsparprogramm von den Stadtwerken angeboten wird, dann sollte das nicht so ausgelegt sein, dass man erst bei hohem Stromverbrauch überhaupt den Nutzen des Sparens erreichen kann. Das konterkariert eigentlich diese Sparabsicht absolut. Ich möchte hinweisen auf eine unserer nächsten Aktivitäten, und zwar machen wir eine Atomaussteigerparty mit verschiedenen Bands aus Augsburg und Umgebung, wie zum Beispiel Samba Tak mit Action Samba, mit Phantomgeräusch, Punchpop und mit Seft. Seft macht Bass, Hop und Ska. Und viele kennen auch den DJ, das ist der Ari Ivo. Ivo Mannheim, sehr bekannt in der Region als einer der ersten Reggae-Musiker, die eine Band zu großer Berühmtheit über die Region Augsburg hinaus geführt hat. Also in der Ballonfabrik, Donnerstag, 29. September, 19 Uhr, Austraße 27. Wer es nicht weiß, einfach mal kurz googeln, dann findet man den Weg dorthin. Und Samba Tak wird auch durch seine Musik wahrscheinlich einen akustischen Hinweis geben, dass man auch über weitere Strecken vernehmen kann, wo es hingeht. Also tschüss und auf Weiteres.